So viele Rassen sehen zu den Proteanern auf und sehen in ihnen den Gipfel der Zivilisation. Aber sie wurden ebenso von den Reapern reingelegt wie wir. Sie sind gescheitert. Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden.
Da, die Röhre, das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu bewundern. Wir müssen durch das Portal. Und die Geth werden uns die Sache nicht leicht machen. Stationsarme bewegen sich nicht. Das System reagiert nicht. Die Zitadelle verlassen. Den Rat evakuieren. Zitadellkontrolle. Zitadellkontrolle. Hören Sie mich. Etwas ungemütlich. Überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Die Notfallteams müssen sofort evakuiert werden. Geben Sie mir einen Überblick über die Schäden. Wir haben die gesamte Primärenergie auf der Ebene verloren. Die Lebenserhaltung reagiert nicht. In den Sektoren 2, 3, 6 und 7 brennen Feuer der Klasse 3. Die zivilen Verluste sind hoch. Es befinden sich außerdem zahlreiche unautorisierte synthetische Lebensformen auf der Station. Sie müssen als feindlich angesehen werden. Bitte seien Sie vorsichtig. Was ist mit dem Rat geschehen? Entsprechend der Standardprozeduren wurde der Rat auf die Destiny Ascension evakuiert. Was ist mit Captain Anderson und Botschafter Udina? Was ist aus ihnen geworden? Ich habe keine Informationen über den Status einzelner Personen. Sobald die aktuelle Krise vorüber ist, werden wir eine Aufstellung aller Todesopfer und Überlebenden anfertigen. Wo ist Saren? Der frühere Spectre-Agent Saren Arterius nähert sich der Ratskammer. Es wurde ein Haftbefehl für ihn ausgestellt, aber die Zitadell-Sicherheit steht zurzeit nicht zur Verfügung. Na los, wir müssen Saren aufhalten, bevor es zu spät ist. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Übung. Kritisches Versagen aller überwachten Systeme. Bitte leiten Sie die Evakuierungsprozeduren ein. Dies ist keine Übung. Thank you.
sichern die Station. Die feindlichen Schiffe dürfen nicht zwischen die Arme kommen. Thank you.
Softkill eingeschaltet.
sicher. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Sie haben verloren, das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Warmeyer überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Warmeyer musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper Organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Dann werden Sie sterben. So wie Ihre Gefährten. Wie alle, die Sie kennen und lieben. Wie jeder, den Sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben. Die Reaper kann man nicht aufhalten. Den Proteanern gelang es nicht. Und Sie können es auch nicht. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können Sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Einem Teil von Ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es gibt noch einen Weg, das aufzuhalten. Wenn Sie den Mumm dazu haben. Geben Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Jills Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Destiny Ascension.
Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandie an die Zitadelle. Normandie an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sie würden Menschen opfern, um den Rat zu retten? Was haben die denn je für unser Volk getan? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Hoffentlich wissen Sie, was Sie tun, Mensch. Der Rat darf nicht umsonst sterben. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Kritische Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Er ist tot.
Schilde verloren. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Los!
sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Citadel wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Die Reaper sind immer noch da draußen. Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben.
Mm-hmm.